der kommt zu einer Person, zum Beispiel einer ist jetzt neu konvertiert oder einer, der ist nicht neu konvertiert, der ist ein Muslim, aber hat nicht viel Ahnung von seiner Religion. Dann sagt er ihm, schau mal, wenn du dem und dem Tarut nicht zu Kafir erklärst, dann hast du keinen Iman bei Allah. Und natürlich machen sie ihn Angst. Und dann kommen sie mit Namen entweder vom Präsidenten oder von Gelehrten oder von Leuten. Dann sagen sie ihm, schau mal, wenn du den nicht zum Kafir erklärst, dann bist du selber ein Kafir. Denn du hast nicht Kufr mit Tarut gemacht. Ist das eine Sache, wo jeder seine Meinung dazu sagt? Der Gelehrte ist Tarut, der Präsident ist Tarut, der Amir ist Tarut. Ist das eine Sache, wo jeder... Nein. Habt ihr gesehen, dass der Prophet, bevor er die Shahada angenommen hat, zu den Leuten gesagt hat, also erstmal machst du Tarut, erstmal machst du Kufr mit Tarut mit Abu Jahl, dann mit Abu Lahab, dann mit dem, dann mit dem, dann... Habt ihr sowas gehört? Gibt es irgendeine Überlieferung? Er sagt dir zum Beispiel, dieser Gelehrte ist Kafir. Du musst ihn zum Kafir erklären. Ansonsten machst du kein Kufr mit Tarut. Kufr mit Tarut ist eine Sache. Und ein Urteilsspruch über einen Muslim ist eine ganz andere Sache. Aber wer hat verpflichtet, dass wir einen Muslim zum Kafir erklären? Niemand. Und das ist ihre üble Sache, dass sie sagen, du musst Kufr mit Tarut machen. Was meinen sie? Sie wollen nur, dass du den vom Islam ausschließt, den er vom Islam ausschließt. Ansonsten hast du keinen gültigen Islam, weil er ihn so hasst, dass sein Hass auf dich überspringt und er dich dann auch vom Islam ausschließt, weil du nicht den zum Kafir erklärt hast, den er hasst. Im Geschichtswerk des Imam al-Tabari wurde erwähnt, dass Ali radiallahu anh ein Schreiben erhalten hat, in dem stand, dass die Khawarij einen Muslim anhielten und ihn fragten, bist du Muslim oder Kafir? Er sagte, ich bin ein Muslim. Sie sagten, was sagst du über Ali? Er sagte, ich sage nur Gutes über ihn. Sie sagten, dann bist du ein Kafir. Kennt ihr das? Wer den Kafir nicht zum Kafir erklärt, ist ein Kafir. Was sagst du über Präsident XY? Kafir. Warum überlegst du überhaupt? Ist doch klar. Darf ich lernen? Kafir. Du musst sofort sagen, das ist ein Kafir. Dieses Prüfen, das ist von ihren Vorfahren, den Khawarij. Die meisten Khawarij sind junge Leute. Und das erklärt auch, warum sie in die Irre gehen. Weil in der Jugend überwiegt die Emotion. Die Erfahrung ist wenig. Hat dir Allah gesagt, du sollst alle Hukam, alle Herrscher Takfir machen? Steht das im Koran? Nein, steht nicht im Koran. Steht das in der Sunna des Propheten Muhammad Sassim? Nein, steht nicht in der Sunna des Propheten, in keinem Hadith. Okay? Haben das die Gelehrten gesagt? Nein, haben die Gelehrten auch nicht gesagt. Deswegen, warum? Ja, wenn dich Allah gefragt hat danach, dann musst du es auch machen. Wenn Allah dir gesagt hat, du musst jetzt herausfinden, ob die Herrscher Kuffar sind, und dann musst du auf sie, gibt's aber nicht. Steht nicht im Koran, steht nicht in der Sunna, steht nicht in den Büchern der Gelehrten. Deswegen sei einfach leise. Keiner hat dich gefragt. Mach doch das, wonach du gefragt wurdest. Jetzt zum Beispiel, ich frage dich, kennst du Soharto? War Soharto Kafir oder Muslim? Du sagst mir, wer ist Soharto? Ich kenne Soharto nicht. Dann sage ich, ja, du bist Kafir. Und deshalb, das ist Quatsch, diese Methode. Und diese Methode ist die Methode von Khawarij, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, dass sie damals die Leute geprüft haben. Was sagst du zu Ali? Was sagst du zu Muawiyah? Was sagst du zu dem? Ruhallah alayhi. Wenn du sagst Muslime, die sagen, du bist Kafir. Wenn sie sagen Kafir, dann bist du von ihnen. Und da gibt es eine Gruppe heute, die machen das Gleiche. Was sagst du über König von diesem Land? Was sagst du über Präsident von diesem Land? Sagst du, der ist Kafir, dann bist du gut. Sagst du nicht Kafir, dann bist du Murji'a, dann bist du falsche Aqida und so weiter. Wer At-Tarut abschwört und an Allah glaubt, das steht nicht hier, wer die Leute vom Islam ausschließt. Auch, barakallahu fikum, dass Ibrahim a.s. seinem Vater gesagt hat, ich sage mich los von dir und von dem, was du anbetest. Das ist auch kein Beleg, dass man die Leute vom Islam ausschließt. Deshalb, dieses Thema vom Islam auszuschließen, Takfir, kann man nicht sagen, als dass es eine Grundlage in der Religion. Aber, dass man alles abschwört,
was gegen den Islam ist, wenn man weiß natürlich, dann gehört das natürlich zu Grundlagen der Religion, wenn man weiß.